Nach der EM-Pause mit zwei Titeln für Deutschland bei den Damen und den Herren geht's jetzt weiter mit der TTBL, mit dem nächsten Spieltag und mit dem Auftritt des ersten FC Saarbrücken Tischtennis beim SV Werder Bremen im hohen Norden. Ja, und Saarbrücken mit dem neuen Mannschafts-Europameister Patrick Franziska normalerweise, diesmal aber ohne Franz. Der bekam hier nochmal eine Pause. Außerdem fehlt natürlich immer noch Şankun. Also Saarbrücken deshalb jetzt mit Olaf Kozolowski. Schöne Kombination von aus der zweiten hier am Tisch. Er bekam es dann natürlich auch gleich mit einem echten Kaliber zu tun mit Matthias Falk. Und der machte auch gleich deutlich, wer hier der Chef im Ring ist. Kozolowski, großes Talent. Aber Matthias Falk natürlich war schon Vize-Weltmeister. Plus sein unangenehmes Spiel mit den kurzen Noppen auf der Vorhand war doch meistens hier am Drücker. Kaum sage ich's, macht Kozolowski einen guten Punkt. Muss er sich richtig lang machen in der tiefen Rückhand. Er öffnet hier schön mit der Vorhand, der Linkshänder. Und treibt dann Falk ganz weit raus. Kann den Ball hier nicht gut zurückspielen. Trotzdem der Schwede mit drei Satzbällen. Kozolowski verzieht und damit schon die 2:0 Satzführung. Das nahm zu Beginn den erwarteten Verlauf. Da geht er dann voll drauf und das wird belohnt. Also 2:0. Ganz stark gemacht von Matthias Falk. Super von Falk hier. Wir gucken nochmal in die Wiederholung rein. Viel Gefühl. Dann auch der Ball danach. Sticht den Ball mit der Rückhand so ein bisschen ab und dann kommt die Vorhandpeitsche gleich zweimal. Das ist halt schon ziemlich heftig. Wenn er die Vorhand trifft, hat er auch seine Schwankungen, Matthias Falk, aber wenn sie kommt, die Vorhand, dann schlägt es halt richtig ein. Und Kozolowski gab sich alle Mühe, machte auch eine gute Figur, gar keine Frage, aber ein Sieg gegen Matthias Falk, der schien an diesem Tag nicht in Reichweite. Unter der Woche. Wir sehen es hier im dritten Satz, 7:0 Führung für den Schweden. Falk bleibt vorne im Block. Topspin. Und dann beim 10:3 die Entscheidung, 3:0. Gut gemacht. Der Sieg für Matthias Falk und damit die Führung für die Hausherren vom SV Werder Bremen. Das Ganze ja hier, wir sehen es im Hintergrund auch. Vor doch einigen Zuschauern in der neuen Werder-Halle. Corona hat ja auch weiterhin da immer noch die Oberhand. Man muss einfach aufpassen, wie sind die Regeln vor Ort. Aber immerhin, es durften doch einige mit dabei sein. Und die sahen jetzt den Auftritt von Huno Schosch gegen Darko Jorgic. Und der Druck auf Jorgic, der war ja enorm groß. Denn ohne Şankun und ohne Franziska, er hier der klare Spitzenspieler für Saarbrücken und seine Punkte mit Sicherheit eingeplant auf Seiten der Saarländer. Denn sonst würde es natürlich extrem schwer werden, hier noch was mitzunehmen. Und Jorgic macht das gut. Seine Rückhand, für die ist er bekannt, oft so aus dem Handgelenk, kurze Bewegung gespielt. Gut gemacht von Huno Schosch. Die ist oft sehr, sehr nützlich, die bringt ihm viele Punkte. Letztlich holte sich hier Darko Jorgic auch den ersten Durchgang. Jetzt bin ich gespannt, was Jorgic versucht. Und Huno Schosch lässt dann hier und da auch mal eine Chance liegen, haben wir gerade eben gesehen. Und da ist wieder die Rückhand. Stark. Müssen wir nochmal schauen in der Wiederholung. Ein bisschen früh rausgegangen hier. Wenn die Rückhandpeitsche sitzt, dann ist das wirklich ein echtes Pfund, was der Jorgic da reinhämmert. 2:0 Satzführung jetzt schon und 7:0, das war der Punkt zum 7:0 und 10:0 für Jorgic. 11:1 letztlich dann die Entscheidung. Das war natürlich schon mal eine Ansage von Jorgic für den ersten FC Saarbrücken Tischtennis, der Ausgleich zur Pause. Danach Kirill Gerasimenko gegen Tomasz Polanski.
Das auf dem Papier sicherlich eine recht enge Angelegenheit. Wichtiges Spiel natürlich, aber auch hier. Wer würde seine Mannschaft in Führung bringen können? Gerasimenko erwischt einen ganz, ganz schlechten Start. 0-7 aus seiner Sicht. Ist natürlich jetzt auch die Frage, es ist natürlich erst der erste Satz, aber das muss man auch erstmal mental dann verarbeiten, wenn der erste so in die Hose geht. 11:1 für Tomasz Polanski. Kirill Gerasimenkos Aufgabe in der Pause, sich einmal schütteln und dann nochmal richtig sammeln und dann ein neuer Versuch, und das schien geklappt zu haben, denn der Start in den zweiten Satz, der verläuft deutlich besser aus Sicht des Mannes in Grün und Schwarz. 7:4 Führung zu diesem Zeitpunkt für Gerasimenko. Polanski aber steckt nicht auf. Kommt hier gleich wieder ran. Aber am Ende zeigt Gerasimenko, dass er wieder da ist. 1:1 Satzausgleich. Trotzdem bleibt der Ball im Netz hängen. Immer wieder auch schöne lange Ballwechsel. Ja, aus dieser Perspektive sieht man auch nochmal diese ganze Dynamik, die da drin liegt. Die Bewegungen der Spieler, wie weit sie vom Tisch wegstehen, das wird ja manchmal aus der Sicht von hinten nicht so ganz deutlich. Aber dieser seitlichen Perspektive, da kann man es dann doch erahnen, welche Athletik da mit dabei ist. Am Ende der dritter Satz natürlich jetzt ganz wichtig. Bringt Gerasimenko fast alle zu. Gute Winkel von beiden. Wieder schöner Punktgewinn hier in dem Fall von Polanski. Aber Gerasimenko ist weiter vorne. Er spielt sich hier den Satzball. Den Schritt rum und wirft seinen ganzen Körper dann da rein. Also so Kraft übertragen. Wieder so weit raus. Nochmal abgewehrt, noch eine Chance für Gerasimenko. Und dann ist es passiert, die 2:1 Führung für den Mann vom SV Werder Bremen. Ein gutes Match insgesamt, ein sehr gutes Einzel. Und jetzt auch noch das bessere Ende für den Bremer, der jetzt hier mit 2:1 in Führung geht. Richtig gut. Richtig gute Rallyes, die wenn man überlegt, wie der erste Satz ausging gegen Gerasimenko. Natürlich echt eine starke Leistung, hier wieder so zurückzukommen ins Match. Tomasz Polanski aber weiterhin mit dabei im vierten Satz. 7:6 Führung für den Saarbrücker. Und der war natürlich Zucker hier von Gerasimenko. Die Rückhand Longline, wie man im Tennis sagen würde. Und dann ging es in die Verlängerung dieses Satzes. Wieder so ein Ball weit raus in die, mit der Rückhand gespielt. Die Linie lang. Und am Ende jubelt Kirill Gerasimenko. 3:1 Erfolg für ihn gegen Tomasz Polanski und damit die erneute Führung für Werder Bremen. Zwischen den beiden. Und der Leck aus den Jahren 2000. Jetzt das Duell der beiden Spitzenspieler. Matthias Falk und Darko Jorgic. Beide eben mit sehr guten Auftritten in ihren ersten Einzeln. Und hier gab es jetzt erstmal Darko Jorgic in Bestform. 7:1 die Führung im ersten Satz schon gleich. Und am Ende steht hier ein deutliches 11:3 für Jorgic. Er ist ja nur jetzt unter Zugzwang. Wenn er dieses Spiel verliert, dann ist Saarbrücken
der Verlierer an diesem Tag und muss ohne Punkte zurück ins Saarland fahren. Aber so weit sind wir noch nicht, denn Darko Jorgic legte auch im zweiten Satz direkt nach. 5:2 die Führung für ihn. Und Matthias Falk klingt jetzt ein bisschen abgedroschen, aber der guckte echt meistens den Bällen hinterher. Darko Jorgic machte kaum Fehler. Ganz selten, dass Matthias Falk mal mit seinem Angriffsspiel durchkam. Erst im dritten Satz gelang ihm das besser. 8:3 die Führung jetzt für den Schweden. Hat die Möglichkeit also doch wieder hier ranzukommen. Hat sich besser ins Spiel eingefunden, schafft es auch, gewinnt den dritten Satz. Auf den Aufschlag. Die ersten zwei hatten nicht wirklich danach ausgesehen, aber jetzt lief es dann doch etwas besser für Matthias Falk. Der vierte Satz dann ziemlich eng. 4:3 die Führung für Jorgic, der da immer so einen vorliegt. Boah, was für eine Rallye. Tolle Rallye, aber hier jetzt auch wieder mit schönem Punktgewinn für Matthias Falk. Das ist so ein Hochgeschwindigkeitstisch. Und Jorgic, wir sehen das hier. Weiterhin immer leicht in Führung mit einem Punkt. Und dann kann er sich absetzen. 3 Matchbälle, 10-7. Der schön weggeblockt von Falk, der nochmal rankommt auf 9:10 aus seiner Sicht. Und der Ausgleich. 10-10 jetzt. Aber Jorgic mit dem nächsten Matchball und dann ist es passiert. Der Ausgleich für die Gäste und damit muss Werder Bremen zum 6. Mal in dieser Saison schon ins entscheidende Doppel und das ist natürlich jetzt hier ein spannendes Match. Hinter seinen beiden Jungs kann also Kirill Gerasimenko und Marcelo Aguirre, das sind die beiden für Werder Bremen in diesem Schlussdoppel. Gegen Polanski und Kozolowski. Und das erfahrenere Duo, das ging hier zunächst einmal mit 1:0 Sätzen in Führung. Und auch im zweiten führen die Werderaner mit 9:7 zu diesem Zeitpunkt. 10:8 jetzt 2 Satzbälle wieder. Und das ist die 2:0 Führung schon für Werder Bremen. Ein Satz fehlt noch, dann haben sie Saarbrücken geschlagen. Aber die jungen Wilden auf Seiten der Saarländer, die gaben nicht auf. Ganz im Gegenteil. Hier der Aufschlag auf der falschen Seite wird hier moniert. Und letztlich gewinnen auch Polanski und Kozolowski diesen dritten Durchgang im vierten. Wiederum die Saarländer mit dem druckvolleren Spiel versuchen alles, um hier nochmal den Ausgleich herzustellen und die Chance auf den Sieg zu wahren. Und es sollte ihnen auch gelingen, das Doppel muss in die Verlängerung, in den entscheidenden fünften Satz. Und da gab es erstmal einen schnellen Start von den Männern in Blau und Schwarz. 3:0 die Führung. Toller Ballwechsel hier. Am Ende sitzt einer in grün-schwarz auf dem Hosenboden. Sehr guter Ballwechsel am Ende. Marcelo Aguirre versucht es noch, geht ganz tief runter und am Ende landet er dann etwas unsanft. Und das hier die Entscheidung. Polanski, Kozolowski gewinnen diesen fünften Satz mit 11:4 und damit entführt Saarbrücken trotz des Fehlens von Franziska also und Shankun das Spiel beim SV Werder Bremen mit 3:2.